wenn Sie eine rhythmische Übung nicht nur so ausführen, dass Sie auf das achten, was Sie machen sollen, also jetzt hier nach unten gehen, nach unten strömen oder nach unten schauen und dann raufströmen und den Gegenstrom, was wir jetzt alles geübt haben, sondern das ein bisschen loslassen und mehr noch auf Ihre eigene Aktivität, auf den Prozess von sich selbst dabei achten, dann entsteht so etwas wie eine Art musikalisches Erlebnis. Immer wenn ich mich selbst erlebe, bei dem, was ich tue, erlebe ich auch Musik. Denn wenn Sie dann erleben, Sie gehen hier durch und hier durch und hier durch, dann gibt jede Körperzone ein bisschen einen anderen Klang. Und wie wenn man die Tasten von einem Xylophon oder Klavier betätigt, ergibt sich so eine Art Tonleiter, wenn man durch den Körper geht. Klingt etwas Ihnen an, wie eine Tonleiter? Das kann jedes Mal anders sein. Wir haben jetzt hier eine Variante mal vorgestellt, aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, was für Sie da entstehen kann.